Die Rekordmarke fiel im Abendnebel. Und aus dem Dunkel rollte ein Mann ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, der mit Pferd und Wagen ein Vermögen machte. Hans Frömming, mit 5000 Siegen der erfolgreichste Trabrennfahrer der Welt. Hamburgs Turfgemeinde feierte den 1,56 Meter großen Wahlhamburger. Der Weltrekord in Hamburg veranlasste uns zu einem Kurzporträt des Sulki-Königs, der den Trabrennsport in Deutschland wie kein zweiter popularisieren half. Hänschen, wie ihn die Turfwelt nennt, hat auch im Ausland Preise und Prestige gesammelt. 1964 gewann er in Paris den Prix d'Amérique, den Europacup für Trabrennfahrer. Grand Maître nannten ihn die Franzosen, als er ein Jahr später das mit 400.000 Mark höchst dotierte Rennen Europas zum zweiten Mal gewann. Gab es auch einen Tiefpunkt in dieser Traumkarriere? Nicht einmal, den gab es oft. Wie das so ist, wenn mal irgendetwas schief geht, dann will man von der ganzen Geschichte plötzlich nichts mehr wissen. Das ist aber dann so quasi nach den berühmten 5 Minuten wieder vergessen. Hat der 62 Jahre alte Champion seinen Rücktritt schon datiert? Nein, das habe ich nicht, denn ich weiß ja nicht, wann ich mit einer anderen Beschäftigung, die allerdings immer mit dem Trabersport zu tun haben wird, anfangen werde. Aber ganz ausgeschlossen ist es, dass ich mit 65 oder 70 Jahren noch Rennen fahren werde. Morgen Arbeit auf dem Geläuf von Hamburg-Farmsen. Frömming ist bekannt für seinen Trainingsfleiß. Sorgfältig bereitet er sich auf jedes Rennen vor. Die Peitsche ist für ihn Tabu, im Rennen wie im Training. Mehr als auf Fleiß setzt Frömming auf Talent und Leidenschaft oder, wie er es nennt, auf eine Hand, die für das Maul des Pferdes passt. Als Zehnjähriger fuhr er im Einspänner Privatrennen gegen die Straßenbahn. Nach vielen internationalen Erfolgen und 10 deutschen Derby-Siegen ist ihm ein Leben ohne Pferde unvorstellbar. Denn alles, was ich bin, so sagt er, verdanke ich dem Pferd.